Servus Leute, da haben wir schon wieder Freitag. Mein Vlog ist gerade online gekommen. Ja, ist kurz nach 4. Ich habe ja gesagt, ich muss den Kipper umparken. Und bei meinen Viecher droben brauche ich eh Heu und Stroh. Und was würde sich besser passen, als wenn ich dann den Kramer ja eh anlassen muss, um den Kipper hier rüber zu fahren. Dann könnte ich ja gleich das Heu und Stroh mit dem Kipper rauffahren. Das heißt, ich spanne jetzt gleich meinen kleinen 15er hier von Kipper, fahre hier rückwärts ran, schmeiß mal Heu und Stroh drauf, was ich brauche, und fahre mit dem ganzen Gespann dann direkt hoch zum Stall, schmeiße ein bisschen was rein, dann habe ich wieder eine schöne Ladung und dann können wir wieder aufräumen. Ja, das bietet sich ganz gut an und dazu lassen wir jetzt mal den Schlepper an. So, der Kipper ist üben, ich schmeiße jetzt ein wenig was drauf und dann schauen wir weiter. Thank you.
Kanäle ja wieder eine Eins, da gibt's gar nichts. Überhaupt kein Problem für den kleinen mit 15 PS. Ja gut, ist ja auch kein Gewicht drauf, die paar Ballenlade. Ich lade es jetzt schnell ab und dann jagt man ja mal mit dem Hänger. Dann kriegt er mal richtig was zu arbeiten. So lange kann er hier einfach im Stand weiterlaufen. Ich lasse ihn immer laufen. Das ständige An und Aus. Hier 2 Minuten Arbeit und dann wieder aus und wieder an. Dann ist die Batterie gleich wieder leer. Dann lass ihn gleich laufen, außerdem wird er schön warm.
Und da haben wir schon wieder Montag und ich sitze heute mal in der Küche und bin wieder damit beschäftigt und und. einen Käse zu machen, seit langem mal wieder. Den einen oder anderen hat das Ganze ja interessiert und ich zeige jetzt mal, wie das funktioniert. Wie folgt: Ich habe jetzt hier drin 3 Liter Milch, die habe ich pasteurisiert, weil sie nicht mehr ganz frisch war. Wenn du ganz frische Milch hast, kannst du es direkt mit der Rohmilch machen. Ich habe sie jetzt pasteurisiert, das heißt, ich habe sie erhitzt auf 75 Grad für 30 Sekunden und jetzt hat sie auch wieder abgekühlt auf circa, ja, circa 27 Grad. Das kommt ganz gut hin. Das kommt ganz gut hin. So, und um jetzt da daraus aus dieser Milch einen Käse zu machen, braucht man einmal Calciumchlorid. Das habe ich schon dastehen. Das ist, damit das Ganze schöner käst, damit sich bessere Gallertmasse bildet. Das Ganze habe ich schon hier. Das ist mit Wasser verdünnt. Einmal gut aufrühren. Kommt dann einfach hier mit rein. Das sind 25 Tropfen auf diese 3 Liter. Und die zehnfache Menge Wasser dazu. Das war das erste. Und als zweites kommt da noch eine ME-Kultur dazu. Mesophile Milchkultur. Das sieht so aus. Ein Viertel Teelöffel in etwa. Der kommt einfach mit oben drauf. Und dann wird das Ganze einfach nur verrührt. So, dann ist ganz wichtig, jetzt wie gesagt, sind wir bei knapp 27 Grad. Jetzt muss es erhitzt werden auf circa 7, also 27 Grad haben wir jetzt. Jetzt muss es erhitzt werden auf knapp 37 Grad. Ich mache das hier oben auf dem E-Herd. Einfach draufstellen und mal erwärmen. Und dann kommt Lab dazu. Beim Lab sind es auch 25 Tropfen und die zehnfache Menge Wasser. Das misse ich einmal schnell ab. Und beim Zugeben zeige ich es euch. So, schauen wir mal, wo sind wir für Temperatur haben. Das passt. Geht relativ zügig. Da ist jetzt das Labwürde drin, mit Wasser verdünnt. Und das kommt jetzt auch hier rein. Dann wird das Ganze nochmal verrührt. Und man merkt jetzt schon, wenn man hier so verrührt, dass die Milch ein bisschen dicker wird. Es wird ein wenig zäher zu rühren, das geht recht schnell. So, und wenn man sicher ist, dass es gut verrührt ist, dann hört man auf damit. Deckel drauf
Und dann muss er erst einmal ruhig stehen. Und das kann einen Moment dauern. Und wir sehen uns später wieder. So, weiter geht's. 30 Minuten war die Milch jetzt mit dem Lab drin gestanden. Ist wieder ein bisschen abgekühlt. Minimal. Und jetzt geht's an den Söhnenschnitt bzw. ans Bruchschneiden. Ich nehme dazu eine ganz normale Palette. Bis runter und dann immer so durchschneiden. Circa einen Zentimeter breit. Eine Käseharfe habe ich nicht. Könnte man auch mit einem scharfen Messer machen. So, und so lassen wir es jetzt nur 10 Minuten stehen und dann machen wir noch mal einen Würfelschnitt. Dazu gehe ich dann so die Quer ein bisschen durch und verziehe dabei die ganze Masse. Dann kann sich die Flüssigkeit, die Mulke quasi absetzen und ich kann es später schön absieben. Jetzt sind wieder weitere 10 Minuten rum. Man sieht schon, jetzt hat sich Mulke oben abgesetzt. Und jetzt kann ich quasi die Quer schneiden. In kleinere Würfel. Dabei wird der ganze Käsebruch jetzt verzogen. Und den Bruchkorn wird geschnitten, damit eben die Flüssigkeit jetzt aus dem Käsebruch rausgeht. Man sieht ja jetzt, das sind diese Käsewürfel hier. Also Würfel ist relativ, aber die sind jetzt noch ziemlich weich. Jetzt bleiben sie noch mal ein paar Minuten stehen und dann kommen sie in eine spezielle Käsepressform. Da tropfen sie ab, werden gepresst. Und ein paar Mal gewendet und am nächsten Tag hat man dann, wenn sie noch mal im Salzlager gelegen waren, einen schönen Feta-Käse. So, jetzt geht's ans Obseier. Nehmen wir mal den Schaumlöffel für die Glöß. Dann läuft nämlich gleich ein Großteil von der Flüssigkeit von der Mulke ab. Dann kommt der Käsebruch darüber.
So, die überschüssige Molke da, oder? Die müssen wir jetzt erstmal abschütten. Die muss ich jetzt erst einmal ein wenig setzen, die Masse. Und dann können wir den restlichen Bruch da oder gar rausholen. Normalerweise habe ich es nie so voll gebracht, aber heute offensichtlich mal eine recht gute Ausbeute. Ja, und die Molke kann man abschütten, die kann man nämlich, wenn sie kalt ist, schön trinken. So, die muss ich jetzt abtropfen, das kann eine ganze Zeit lang dauern. Die muss ich jetzt erst einmal ein wenig senken, dann kann ich oben ein Ballastgewicht drauflegen. Und dann sehen wir weiter. Ups, das war jetzt nichts. Klar. So, wir sehen uns später wieder, wenn sich das da ein bisschen gesenkt hat. Ich mache erst mal die Sauerei weg. So, wir sind jetzt mal mit meiner ganzen Käsemacherei hier umgezogen, runter in den Keller, in meine Küche. Ja, warum bin ich nicht in meiner Küche gewesen? Also momentan, es schaut hier chaotisch aus. Das ist einfach so, das ist Zeug, was teilweise noch weg muss und Möbel, die aufgebaut können und. Das, was dann in meine Wohnung gehört. Ja, ist im Moment einfach kein Platz, deswegen habe ich das ganze Käse warm machen und alles oben gemacht. Und ja, das Wenden machen wir unten. Ich habe jetzt den Käse mit runter. So schaut das Ganze jetzt aus. Der ist vorhin von alleine abgesackt und ich habe dann ein Glas mit Wasser draufgestellt, das ist als Gurkenglas, da ist einfach Wasser drin. Der steht als Beschwerung oben drauf, muss man natürlich immer mal ein wenig gerade richten, dass der dann nicht schief wird. Ja. Und dann sieht man hier schon, gut, sieht man nicht viel, ich habe es vorhin abgekippt. Da tritt auch noch ein bisschen Molke aus. Und ist auch gut so. Der Käse wird jetzt immer flacher, verliert immer mehr Feuchtigkeit, immer mehr Wasser. Und je mehr Wasser der verliert, desto fester wird er. Gut, jetzt drehen wir ihn mal um. Und das mache ich jetzt da noch einige Male. Das brauche ich jetzt nicht zeigen. Das sind insgesamt, wo du das wendest, bestimmt 6 Mal. Dann kommt er in den Kühlschrank, bleibt über Nacht in der Form im Kühlschrank stehen, nach Möglichkeit mit dem Glas drauf. Und ja, dann wird er quasi, wenn das gemacht ist, rausgenommen, gesalzen. Dann wird er eingelagert. Das Salz entzieht er dann auch nochmal kräftig Wasser. Und ja, dann kriegt er auch erst den richtigen Geschmack. Das seht ihr dann aber erst im Freitagsvideo. Das zeige ich dann da weiter, weil ich muss ja jetzt das Video schneiden. Wir haben jetzt Montagabend mittlerweile. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt dann das Video schneiden. Wenn ich das noch mit reinbringe, dann wird es nichts. Was es auf alle Fälle zu sehen gibt am Freitag, das ist der TÜV vom Krame. Beziehungsweise das Ergebnis vom TÜV vom Krame. Weil den TÜV selber, wenn er da ist, mein TÜV-Prüfer, werde ich nicht mitfilmen. Aber das Ergebnis werdet ihr dann erfahren.
Ist ja morgen um 8.30 Uhr soweit. Ich habe heute nochmal geguckt, dass wirklich alles geht. Also ich meine, sollte natürlich, der Schlepper ist neu aufgebaut, aber man möchte natürlich nicht dann doof dastehen und dann drückt man auf die Hupe und da passiert nichts oder so, weil die Sicherung durchgeknallt ist. Also ganz normal nochmal nachgeschaut, Blinker ausprobiert und und. Und das funktioniert alles und dann, wenn der morgen kommt, dann schauen wir mal. Gut, wie gesagt, ich wende das Ding jetzt nochmal. Wie das geht, zeige ich euch. Und ja, dann ist quasi auch schon Ende für dieses Video. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum Freitagsvideo. Bis zum nächsten Mal. Übrigens noch ein Dankeschön für alle, die im Livestream dabei waren. Und ja, wir drehen das und dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt. Gut, das presst sich jetzt durch Eigengewicht. Also, bis zum nächsten Mal und...